Herzlich willkommen im Grünen Zoo im Wuppertal. Hier sehen wir den asiatischen Rothund. Heute ist ein sehr warmer Tag. Der heutige Spätsommertag erreicht eine Temperatur von 31 Grad. Hier wird der kleine Teich gerne zum Durstlöschen genutzt. Jede Abkühlung ist willkommen. Taghühner gehören zu den seltensten Großsäugern und werden nur in wenigen zoologischen Gärten gehalten. Diese gezeigten Tiere sind eine Leihgabe des Tierparks Berlin. Der Takin wird auch Rindergemse oder Gnuziege genannt. Wie dieser Name schon andeutet, sind sich die Systematiker in Bezug auf die Einordnung dieser Tiere nicht einig. Eine Unterart des Takin wird aufgrund ihres goldenen Fells mit der griechischen Sage des goldenen Vlies in Verbindung gebracht. Hier ein paar Infos zu dieser Tierart. Der Takin gehört der Familie der Hornträger an und wird als Paarhufer eingeordnet. Sie erreichen eine Länge zwischen 1,70 m zu 2,20 m. Ihre Schulterhöhe wird erreicht zwischen 1 m und 1,30 m. Das Gewicht 240 bis 350 Kilogramm. Ihre Lebensdauer beträgt 12 bis 15 Jahre. Der Takin ist in den Ländern China, Nepal, Bhutan und Burma verbreitet. Lebensraum sind Gebirge zwischen 1000 und 5000 Meter Höhe, zwischen feuchten Bambus- und Rhododendronwäldern und die Bergwälder. Sie leben in geselligen kleinen Trupps, mitunter auch in größeren Herden. Die alten Männchen sind oft Einzelgänger. Die Takin sind standorttreu.
Ihre Nahrung besteht aus Gräsern, Kräutern, Blättern, Knospen und Triebe. Die Takin werden von Wölfen, Bären und Schneeleoparden bedroht. Bei der Fortpflanzung kommen nach 8 Monaten ein Jungtier zur Welt. Das war der Besuch bei den Mischmi-Takin. Ich würde mich freuen, wenn euch meine Infos gefallen haben.